Ja, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amantos International, Amantos Services GmbH. Heute im Format Recap der letzten 5 Jahre. Aufhänger ist ja das 5-jährige Jubiläum. Genau. Es sind schon 5 Jahre mittlerweile. Mittlerweile 5 Jahre und ich da als Uhrwerkstudent war fast von Anfang an mit dabei, auch jetzt schon seit 4,5 fast, 4,5 Jahre. Ja. Und ja, weil die Zeit einfach rasend schnell vergeht, wollten wir das auch nochmal nutzen, um so ein bisschen die Historie aufzufassen. Was haben wir eigentlich alles erlebt, gemacht, so ein bisschen dieses Lessons learned, weil sich ja dann doch sehr viel, sehr dynamisch entwickelt hat. Vom Ramp-up, Selbstständigkeit bis hin zu Maklergeschäft, die ersten Erfolge, Netzwerke aufbauen, größere Deals mit begleiten, bis hin zur Expansion in die Schweiz und dann auch natürlich jetzt in die Hotellerie, genau, in die Hotelbranche. Und natürlich auch noch die ganzen Team-Events, die man dann auf dem Weg dahin mitgenommen hat. Dürfen nicht fehlen. Das sind ja auch schon einige an der Zahl. Und ja, das wollten wir uns einfach auch nochmal vor Augen führen, ein bisschen darüber quatschen. Genau. Und ganz offen. Du hast dir 3, 4 Stichpunkte gemacht. Den Rest machen wir wie immer. Ist Freestyle. Freestyle und ungeschnitten. Genau. Ne? Und da wäre vielleicht auch interessant, auch nochmal vom Gründer selbst zu hören, wie so die Anfangsphase war. Der Kerngedanke überhaupt Selbstständigkeit. Du kommst ja aus einer ganz anderen Branche. Ja. Wieso bist du überhaupt in die Immobilienbranche? Ich meine, wir hatten es auch schon mal in einem Podcast, glaube ich, thematisiert, genau, gehabt. Genau. Aber so ein bisschen dieser Gedanke auch vom Boschko Trifunovic, mhm, zu sagen, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Mhm. Was waren so überhaupt die Anfangsbarrieren, die man hatte? Mhm. Und was sind die Lessons learned daraus, die wir jetzt heute, ja, also es sind ja schon sehr viele, und wie du sagst, wir hatten ja schon hin und wieder darüber auch im Q&A beziehungsweise in so einem Team-Talk mal gesprochen. Aber ich glaube, so die Grundmotivation war einfach, man möchte eine Tätigkeit ausüben, die direkt gekoppelt ist an die eigene Leistung und die Tätigkeiten verbindet, die aufeinander aufbauen, so ein bisschen. Mhm. Und wo man einfach auch sagt, man möchte da ein bisschen gestalterisch und mehr Einfluss und das Ganze so formen und ausbauen und entwickeln, wie man es für richtig hält. Weil klar, man hat in den großen Firmen auch sehr viel Freiraum, Entscheidungsgewalt, wenn man in den höheren Positionen ist, zweifelsohne, und hat auch viel Möglichkeiten. Aber so diesen Kernrahmen, den wird man jetzt da nicht auf den Kopf stellen. Das ist das Coca-Cola-Rezept nicht reinventen und sagen, mach jetzt ganz anders. Aha. Sondern da hat man dann doch eine gewisse Einschränkung. Und ich glaube, das war sowohl bei mir als auch bei meinem Bruder der Fall, dass wir schon viele Jahre in den großen Firmen einfach auch sehr viel lernen konnten. Und da hat man, glaube ich, das hat auch gut getan und würde ich auch jedem heute noch empfehlen. Aber wenn Leute fragen, hast du es nicht 10 Jahre zu spät gemacht oder warum nicht nach dem Gymi mit 18 rein? Hätte auch funktionieren können vielleicht, aber natürlich mit einem anderen Budget und die Learnings, die Fehler, die, sage ich mal, Handlungsmuster oder auch die Zusammenarbeitsmethoden, die man in großen Firmen, die gut organisiert sind, in komplexen Projekten lernt, die hätte man dann alle mehr oder weniger durch eigene Praxis lernen müssen. Und da hätte man wahrscheinlich sehr viel mehr Fettnäpfchen erwischt und wäre dann mit einem engeren Budget gefahren. Und wäre dann die Frage, ob man es dann hinbekommen hätte oder nicht. Man weiß es im Nachhinein nicht, aber ich glaube, uns hat es nicht geschadet, da einfach die guten Erfahrungen einfach mit einzubringen in die Philosophie und in die Unternehmung Amantos. Aber ich glaube einfach, dieser Reiz, was zu gründen, was es so noch nicht gab und was sehr dynamisch, leistungsorientiert und mit Werten, die wir irgendwo vertreten, die wir für richtig halten als Plattform, auch für Talente, die dann hinzukommen, jetzt in deinem Fall, wenn man da als grüner Werkstudent dazu stößt und dann man sieht, dass man da in jungen Jahren viel Verantwortung bekommt, dann reinwächst und dann wirklich da zu einem Leistungsträger sich entwickelt, das dann umso schöner, wenn man dann den Erfolg teilen kann, glaube ich. Und dann macht es Spaß. Und ich glaube, deswegen auch ein schöner Anlass, diese Runde zu führen, um sich doch die Zeit zu nehmen, zu schauen, was war jetzt in 5 Jahren. Man ist ja immer sehr fokussiert auf die aktuellen Themen, die Herausforderungen, die neue Challenge und immer the next big thing und pushen. Aber man sieht dann schon dieses Aufeinanderaufbauende. Man investiert Zeit und viel Zeit und Herzblut und Leidenschaft in Projekte, in Menschen. Man macht viele Fehler, lernt daraus, fällt auf die Nase, steht wieder auf und sieht dann schon, dass da ein bisschen was bei rumgekommen ist, glaube ich. Also sind wir uns beide einig, haben wir ja schon. Vergleich zu früher auf jeden Fall. Ja, also du sagst ja, du hast dich ja, jetzt hast dich ja auch schon, ne?
Adrett gekleidet und mit Weste und Pipapo. Und, aber nein, man merkt dann schon, man wächst dann und man hat so ein Leistungsumfeld. Und dann, wenn man das dann mal vergleicht mit vielleicht Kollegen aus der Schulzeit früher oder aus dem Studium oder wenn man dann in die alte Heimat kommt und wo die Welt so oder die Zeit noch ein bisschen langsamer tickt, dass man da doch ein bisschen anders unterwegs und mit einer anderen Geschwindigkeit dann fährt. Von daher glaube ich, wenn die Frage käme, würdest du das Ganze genauso wieder machen, würde ich sagen, auf jeden Fall. Mhm. Würde versuchen, dann die ein oder anderen Fauxpas vielleicht zu vermeiden, aber ich glaube, das gehört dazu. Aber die machen es ja irgendwo auch raus, weil daraus werden ja dann irgendwo Lessons learned, Erfahrungsschätze und auch so der Charakter, glaube ich, gekommen. Ja, definitiv. Und, ja. Was ist denn das eigentliche Startdatum, das Gründungsdatum von Amantos? Naja, also Handelsregister ist der 19. Mai. 2019. 19. Mai. Durfte man offiziell operativ tätig werden. Genau. Und wie war das damals so in den ersten Zügen? Das war ja auch noch nicht zu meiner Zeit. Ich bin ja so ein Dreivierteljahr später gekommen. Ja, stimmt. Ja. Erste Suche nach einem Büro. Wie fängt man überhaupt an? Ja, da auch. Da fängt man dann irgendwie an, Freestyle. Man fängt wirklich an mit Immo-Scouts und Plattformen und sucht. Dann spricht man mit Leuten und fragt und ja, wie der erste Autokauf. Man hat nicht so viel Ahnung und vielleicht kennt man den einen oder anderen Kollegen, der einen großen Bruder hat mit einer Werkstatt. Und dann fragt man da mal ganz freundlich an und versucht dann natürlich was zu finden. Und ich glaube, wir haben uns von Anfang an nicht ganz als hundertprozentiges Startup gesehen, sondern wir haben schon gewusst, also wir werden jetzt kein neues Geschäftsmodell entwickeln, was es so noch nie gab, sondern wir werden erfolgreiche Modelle anwenden, beziehungsweise gewisse Dinge kombinieren, wie jetzt bei mir aus der Autoindustrie-Welt in Verbindung mit technisch, prozesseffizient und automatisiert, mit performanceorientiertem Vertriebskonzept und einem Projektentwicklungsansatz, damals noch mit einem exzellenten, sehr umfangreichen Kundenservice, der eben weit über reine Maklertätigkeiten hinausgeht. Und das als Kombo dann zu einem attraktiven Paket eben an die Kunden bringen. Deswegen wäre das schon so, dass man ein junges Unternehmen ist. Man hat dann nicht mit allen Fundamentalen bei Null angefangen, sondern man hat einfach schon sehr gute Markterfahrung, sehr gutes Netzwerk, weiß, was funktioniert, was nicht funktioniert und ist dann damit auch eingestiegen. Man hat jetzt nicht in der Garage angefangen, sondern schon im schönen Büro, dann in der Rotenwaldstraße 60. Ja. Und hat dann da, sagen wir mal, mit einer Startgeschwindigkeit begonnen und nicht bei Null. Oder wann war das Einzugsdatum dann noch in die Rotenwaldstraße? Der 1.4. Ja, da war nicht viel. Da war, das weiß ich noch, da gibt es die Bilder, können wir noch mal einblenden wahrscheinlich. Das ein oder andere Bild, da saßen wir auf IKEA-Möbeln mit Plastikstühlen und das war dann schon so dieses Startup-Feeling, wo da in eine kalte Bude reinkommst, keine Kaffeemaschine, kein gar nichts und Box von Telekom, steppst es an und hoffst, dass irgendwann mal Internet funktioniert. Dann hast dein Privatlaptop offen und der Tisch war ein bisschen größer wie der hier, 60 auf 60 Zentimeter. Und dann hast du da vor dich hingeschafft und eine Tafel und auf der einen Wand war auf so einer Folie dann die gesamte Amantos-Welt, das Geschäftsmodell war dann gekritzelt, also relativ kompakt. Und dann hast du angefangen. Und dann, weiß ich noch, beim Telefon, dann ist jeder von uns an unterschiedliche Orte, dann in den Besprechungsraum, der andere auf dem Balkon, der dritte in die Küche, weil es hat so geheilt, wir hatten keine Möbel. Und guck mal, ich telefoniere gleichzeitig in einem Raum, dann war es kalt und war sehr, sehr rudimentär. Und ja, dann geht's da los und dann, ich habe immer gedacht, was werde ich denn da machen und was wird denn da so meine Rolle werden? Und dann am Anfang war es dann doch, weil immer nur der IT-ler für viele. Tippi-tippi, Tipps, genau. Und dann immer irgendwelche komischen Sachen wollen. Ja, man fängt da bei ganz, ganz, ganz fundamentalen Dingen an, wie Internet für ein Gewerbe mit Access Points, mit einem stabilen Netzwerk, mit Failover, mit Redundanzen und nicht einfach nur daheim einen Router anstöpseln und dann geht's. Sondern es sind halt irgendwie 300 Quadratmeter, die bespielt werden möchten und dann auch halbwegs sicher, dass man nicht sofort irgendwie einen Virusbefall hat. Und ja, dann welche Tools nutze ich, auf welchen Geräten schaffe ich, wie kann ich was etablieren, was professionell ist und was schnell und einfach aufgesetzt und werden kann und stabil funktionieren, ohne dass jeden zweiten Tag bei irgendwem der PC spinnt. Und ja, E-Mail-Adressen, Domains, Webseiten, ja, da fängt man ganz basic an. Ja. Und da weiß ich jetzt nicht von der Timeline her, war der erste Deal, da war ich glaube ich noch gar nicht da, war der vor der ersten Mitarbeiterakquise oder kam erstmal? Wir hatten ja dann schon auch, das war ja schon noch ein Team, wo dann dazugekommen ist, die man dann aus alten Freunden oder die dann auch mit
mit ins Projekt gestartet sind und auch Erfahrung hatten. So ist man dann ja schon rein, also man ist ja nicht ganz alleine losgerannt. Aber der erste Deal war tatsächlich, bevor wir überhaupt mit Mitarbeitersuchen und Bewerbungsgesprächen begonnen haben. Mhm. Weißt du noch, was das war? Boschko hat den Deal gemacht. Müssen wir nochmal einblenden. Vielleicht, ich weiß es nicht mehr auswendig, was für ein Deal es war. Aber es war ganz knapp. Ich glaube, Boschko und Helmut hatten beide die Signings drin. Mhm. Aber die Zahlung kam bei Boschko schneller. Das war dann ganz knapp. Das waren, glaube ich, 5 Tage. Und dann war das quasi der erste Deal, den wir da gemacht haben. Und zwar relativ überschaubarer Betrag. Ja. Aber wir haben das gefeiert wie 2 Millionen. Mhm. Also das war, naja, du... Das dieser, schon irgendwie so. Nein, dieser ganze Kreis schließt sich plötzlich. Ja. Da hat irgendwer irgendwie auf unsere Rechnung da jetzt irgendeinen Betrag bezahlt. Mhm. Das heißt, du wirst irgendwo ernst genommen. Das war schon cool. Ja. Ja. Dann nach dem ersten Deal kam ja, glaube ich, auch so der erste Carrier Day der HFU. Ja, stimmt. Wo dann auch der Phönix aus der Asche entstanden ist. Ja, genau, da kam ein Kollege an den Stand und hat mich mehrfach um sein Bewerbungsbild gefragt, ob es denn reicht, wenn er mir ein hässliches Bewerbungsbild einreicht oder ob er noch ein schönes machen soll. Ich muss dazu sagen, auch, wo ich damals auf den Carrier Day gegangen bin, bei mir war es ja auch so ein kompletter, kompletter Quereinstieg in die Branche. Mhm. War ja damals noch ein Bachelor in Köln unterwegs, habe dann General Management studiert. Stimmt, da war es bei BMW, glaube ich, noch. Ja, das war so ein privates Autohaus, also eigentlich nix konzernmäßiges, gar nichts, so nur ein bisschen nebenher gejobbt, damit ich das Studium finanziert bekomme. Dann irgendwo gesagt, okay, was macht Sinn wirtschaftlich, langfristig Immobilien. Durch einen Freund erfahren, dass es ja dann hier in Baden-Württemberg in Geislinger, eine gute Uni gibt. Und dann rübergezogen, einfach reingerammt und dachte erstmal so, okay, jetzt, weil ich ja dual studiert habe auch, jetzt machst du mal 2 Jahre nochmal so Vollzeitstudent und nimmst nochmal schön die ganzen Partys und Studentenpartys mit. Alles mitnehmen und dann, so nach 2-3 Monaten, ich bin ja dann im September hingezogen. Ja. Carrier Day war ja auch schon früh, irgendwie auch November oder Oktober oder so. Genau, es war, glaube ich, im Herbst, relativ früh auch und dann habe ich auch schon direkt gemerkt, boah, nee, das kann ich jetzt nicht durchziehen mit gar nichts machen und war sehr spontan auch, dass ich mich dazu entschlossen habe, hinzugehen. Deswegen auch das Bild wahrscheinlich, spontan. Gar kein, eigentlich nur so ein Bild für ein Perso. Da darf man ja nicht lachen, nichts. Deswegen, nee, das war so ein Knastbild war das, aber man hat dich erkannt auf jeden Fall. Man selber hat so ein bisschen diese Infobroschüren bekommen, konnte sich dann über diese Ausschreibungen mal informieren, Werkstudenten, Praktikanten, was da gesucht wird. Und hat dann einfach die Runde gemacht und ich wusste ja sowieso noch gar nicht, wie funktioniert diese Welt, wie funktioniert diese Immobilienbranche, was macht ein Projektentwickler, was macht ein Investor, was macht ein Asset Manager. Und dann hat man sich versucht, irgendwie zu informieren, aber war dann auch, ohne das jetzt genauer zu betiteln, nicht so, dass wir die Leute da mega gesprächig erzählen jetzt einem, ja, wir machen das und das voll im Detail und gehen auf jede Rückfrage ein, sondern dann halt eher, schau mal hier und was hast du denn überhaupt schon gemacht? Mhm. So, und dann ist halt auch, wenn man da nichts vorzuweisen hat, nie das riesengroße Interesse da. Und dann bin ich also die Runde gegangen und habe gesehen, irgendwie bei euch war dann halt immer sehr viel los, weil man mit den Leuten gequatscht hat. Genau. Und dachte so, okay, ja, nee, komm, ist jetzt auch wieder viel. Gehe jetzt nach Hause. So. Dann habe ich da nochmal irgendwie die Runde gemacht und da ziehe ich da mal hin und mal sprechen. Ja. Und dann bin ich ja zu euch gekommen. Aber es war nicht klar, wer da steht, weil man sagt ja jetzt nicht, ich bin der Geschäftsführer. Ja, genau. Wir waren ja irgendwo Personaler oder Praktis manchmal. Dann dachte ich, okay, ihr seid auch irgendwo Angestellte, die halt jetzt für Amantos da auftreten. Genau. Und wusste jetzt nicht, dass schon die Gründer quasi am Tisch stehen. Und deswegen war es ja auch sehr, sehr locker und direkt dann wie sieht das eigentlich aus, wo möchte ich denn schicken, worauf muss ich achten? Ja. So, und es war so im Erstkontakt gar nicht. Nee, aber ich habe auch, also wir haben da ja wirklich gesagt, es war mir ganz wichtig, wenn wir Dinge machen und auch, ist ja auch heute noch Bestandteil in der Philosophie, dass man, wenn man Sachen macht, dann macht man sie richtig und dann versucht man es dann durchzuziehen. Und wir haben halt gesagt, wir möchten, wenn wir da schon auftreten und da irgendwo Platzhirsch oder neue Firma da sind, dann müssen wir das ernst nehmen und dann müssen wir das, weil am Ende steht und fällt alles mit guten Partnern und mit guten Leuten. Und Opferrolle einnehmen wollen wir nicht und sagen, wir müssen Startup, keiner mit uns und Millionen Gründe, warum es nicht geht, sondern halt den Leuten viele, viele Gründe geben, warum es mit uns passt, warum es bei uns Möglichkeiten gibt. Und man spricht direkt mit dem Entscheider und nicht mit irgendwie 5 Ebenen drunter.
und bekommt da eine sehr klare Aussage. Und haben dann schon auch viel Geld und Aufwand und Zeit da rein investiert. Und dann auch gemerkt, so ein bisschen dann die Jahre danach oder später ging das dann so ein bisschen rum. Das war wie so ein Wettrüsten. Dann hat dann jeder aufgefahren. Ne? Ja, den größeren Apple Banner. Monitor, eine größere Banner. War wirklich hier in alle Richtungen. War ja gut. Ich meine, das soll ja auch so sein. Und ist ja gut für die Studenten. Und dann haben wir uns dann wirklich dann mit Präsenz, haben wir ja zu viert, glaube ich, da zum ersten Mal. Und haben dann wirklich da versucht, einfach so viel mit allen Leuten zu sprechen, wie es nur geht. Und da den ein oder anderen guten Kollegen, zukünftigen Kollegen dann zu finden, war ja dann auch so der Fall. Hoffe doch. Nee, also und das hat dann ja wirklich gut funktioniert. Und wir haben da, glaube ich, ob es die Career Days oder dann später bei den Deals, wir haben uns auf uns fokussiert und wir wollten einfach mit unserem, wir wollten erst den Aufwand treiben und investieren und dann da entsprechend auftreten, professionell, weil nur dann haben wir auch in irgendeiner Form einen Anspruch oder eine Erwartungshaltung, dass da wirklich mal jemand sich für uns interessiert und kann ja nicht einfach nur sagen, ich stelle da eine Stelle raus und beschwere mich nach 2 Monaten, warum sich keiner darauf bewirbt, wenn natürlich alles lieblos gemacht ist und nichts mit Liebe zum Detail ausgeführt wurde. Zieht sich ja heute durch mit, ob jetzt das Design im Hotel, ob die Webseite. Ja. Man ist ja nie fertig, man baut ja immer weiter, man versucht es zu optimieren, verbessern, auszuweiten. Und das haben wir uns, glaube ich, beibehalten und das ist eine gute Eigenschaft. Und ich glaube, die braucht man immer. Mhm. Und erst dann, wenn man wirklich merkt, jetzt habe ich alles Nötige getan und trotzdem passiert nichts oder ich komme nicht voran, da kannst du sagen, okay, ist irgendwo höhere Gewalt, ich kann es nicht mehr aktiv beeinflussen, aber man ist irgendwie mit seinem Gewissen im Reinen. Ich habe zumindest alles, was mir in meiner Möglichkeit steht, habe ich umgesetzt, probiert. Mhm. Wenn es dann nicht klappt, dann habe ich es zumindest probiert. Aber dann irgendwie zu sagen, vorab, das geht nicht, das fliegt nicht, das ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Genau. Wir waren ja da im Jahr 2019, dann ist ja 2020 eigentlich auch ein, würde ich sagen, Meilenstein, weil es dann sehr, sehr eine prägende Zeit war wegen Corona. Ja, glaube ich, im März oder Februar hat es irgendwie angefangen. März glaube ich, genau, mit Lockdowns. Was natürlich dann auch erstmal zu, ich sag mal, sehr holprigen Startbedingungen geführt hat, weil natürlich der Markt irgendwo stillgestanden hat. Ja. Immer noch jetzt, also mittlerweile ja schon weit aus der Erholungsphase raus ist, aber man hat immer noch so ein bisschen diese Nachwehen. Jetzt 3 Jahre später. Jetzt hat man andere Probleme. Andere Probleme dazukommen. Aber auch das ist ja, glaube ich, eine sehr große Herausforderung gewesen. Ich kann es ja auch jetzt aus der Sales-Brille ein bisschen berichten, dass man gestartet ist ja eigentlich mit dem Gedanken, Grundstücksakquise mit Projektentwicklern irgendwo zu schauen, wo kann man Mehrwerte bieten, welche Lagen sind gut, um nachhaltige Projekte zu planen und dann irgendwo diesen gesamtheitlichen Prozess zu betreuen mit der Akquise des Grundstücks. Und den Verkauf, dann irgendwo die Vermietung des Projekts und dann, wenn es fertig ist, auch irgendwo den Exit, also den Verkauf mit zu begleiten. Und da sind wir ja auch gestartet mit einem Projekt dann in Stuttgart und hatten wir auch, glaube ich, dann noch, also ich weiß, wo wir angefangen haben, das war ja wirklich nur hingesetzt, Riesenliste an Unternehmen, alle angegangen, durchtelefoniert und ich glaube, das hat nicht lange gedauert, dann ging ja das mit Corona auch los. Ja. Also ich meine, das ist auch ein Meilenstein irgendwo, Verkauf des Grundstücks, erstes Mandat für eine Exklusivvermarktung von dem Mo26 war es ja damals noch und dann wirklich auch so diesen aktiven Prozess mitzumachen und dann ging es ja los, wo alle dann gesagt haben, hey, was rufst du uns jetzt eigentlich an? Ich weiß ja gar nicht, ob ich morgen noch lebe, gefühlt. Und dann hat man halt probiert, irgendwo mit Unternehmen in Austausch zu kommen. Kam ja noch dazu, dass man nicht so bekannt war und direkt dann halt so wirklich so gegen eine Wand gelaufen ist, weil jeder gesagt hat, keine Ahnung, wir haben ja gerade irgendwie Ausnahmezustand, noch nie da gewesen, eine Situation. Und das hat sich ja sehr lange auch gezogen. Ja, halbes Jahr fast, glaube ich. Länger noch. Länger, ja. Noch. Das war ja erstmal bis zum Sommer. Keiner wusste Bescheid, dann kam ja der erste Lockdown. Stimmt. Dann wieder irgendwie eine Lockerung, Zahlen gingen wieder nach oben, 2. Lockdown. Und dann hat sich ja erst irgendwie 21 im Sommer wieder beruhigt. Und dazwischen war ja alles und nichts gefühlt. Das war ja dann natürlich irgendwie so ein Jahr, wo man ausgebremst wurde. Ja. Auch irgendwo ein Meilenstein, auch wenn es kein positiver vielleicht ist, aber das muss man vielleicht auch in der Unternehmensgründung mal sagen. Ja, kann der beste Plan, die beste Strategie, der beste Consultant, beste PowerPoints, kann dir da nicht helfen, wenn Dinge passieren, die außerhalb deiner Einflusszone auftreten. Dann ist es so, wie Mike Tyson sozusagen pflegt, everybody has a plan until he gets punched in the face. Und da war das ja so ein bisschen im Kollektiv für alle.
Aber ich glaube, man kann ja immer, und das machen wir auch immer fleißig, aus Niederschlägen oder aus Rückschlägen und Problemen, kannst du immer was Positives irgendwo ziehen. Und wir haben dann schon gemerkt, und es war so ein bisschen auch ein Impuls für die spätere Expansion, es wird immer Dinge geben, auf, wenn man natürlich unternehmerisch plant man auf 50 Jahre idealerweise und auf lange Sicht, oder zumindest machen wir das und richten das auf sehr langfristige Weichenstellungen aus, was manchmal eine Herausforderung ist, weil die Mehrheit der Menschen plant kurzfristig und da interessiert mich mein Gehalt von diesem Jahr und nicht in 5 Jahren. Mhm. 5 Jahren ist egal. 10 Jahren ist komplett egal. Da haben wir dann schon gemerkt, okay, wir müssen versuchen, ein Geschäftsmodell und ein Konstrukt zu schaffen, Märkte zu bespielen, Geschäftsbereiche zu eröffnen oder zu gründen, die in irgendeiner Form eine Absicherung bieten und sich ein bisschen hedgen und nicht einfach nur zu hoffen, naja, Immobilien laufen jetzt sehr gut, Stuttgart ist sehr hat einen großen Wohlstand und das bleibt immer so und auf dem Fundament bauen wir jetzt unsere Burg. So, das ist dann für mich so ein bisschen Treibsand, weil kann heben, aber kann auch mal irgendwann dann absaufen. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als einen Unternehmer oder für den Menschen, wenn ein Lebensprojekt oder wenn Dinge, die sehr viel Herzblut hatten, das ein Oldtimer ist, den man in den Graben versenkt und den man davor mit 10.000 Stunden restauriert hat. Oder ob es eine Firma ist, die an die Wand fährt, nur weil, sei es jetzt Restaurants oder Hotels in Corona-Zeiten, das alles richtig gemacht, 40 Jahre. Und dann schließen 7 von 8 Restaurants und dann hat niemand die Sicherheit, die Liquidität hinterlegt, um 3 Jahre ohne Umsatz überleben zu können. Ja. Der beste Gastronom hat das nicht. Also wenn, dann hat er vielleicht noch im anderen Geschäft irgendwo Assets erworben und die dann mit passiven Einkünften versehen und konnte es dann runterdampfen auf ein Restaurant oder 2, hat damit überlebt. Aber aus dem rein operativen eben nicht. Und dann haben wir schon auch gesagt, also wenn wir was dann aufgleisen möchten, möchten wir aus der Zeit nach mit berücksichtigen, welche Märkte denn Sinn machen zukünftig. Und dann sind wir ja auch später dann auch in die Staaten mehrfach geflogen, um einfach da nicht vielleicht nur inspiriert zu werden, sondern auch mit Leuten zu sprechen, die ein bisschen anders ticken, anders denken. Und da nochmal wirklich diese Anreize, diese Trigger auszulösen. Dann jetzt waren wir kürzlich in Dubai dieses Jahr. Und ja, ich glaube, das hat uns gut getan, dann später, um die Entscheidung zu treffen. Ja, also wir gehen in die Schweiz, wir machen das als zweites Standbein. Wir möchten die Märkte etwas, es sind 2 unterschiedliche Märkte, die relativ unabhängig voneinander schaffen. Also, oder redundant sind. Und wenn es in Deutschland sehr schlecht läuft, dann heißt das nicht immer zwingend, dass es in der Schweiz genauso schlecht läuft und andersrum auch. Mhm. Und das war vielleicht so das Learning oder war nochmal ein zusätzlicher Impuls, der uns dazu bewegt hat, dann auch den Weg in die Schweiz zu gehen. Ja. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ja. Vorher. Gab es da noch vorher was, ja? Ja, vorher gab es schon noch so ein paar Punkte, die man vielleicht auch nochmal rekapitulieren muss. Erstmal natürlich auch die ersten gemeinsamen Team-Events. Ja, das, genau. Ersten Sommer, also das erste Team-Event war ja in Verona 2019 im Winter. Ja, genau, richtig. Da war ich ja noch nicht mit dabei. Und das zweite war ja dann, glaube ich, im Sommer Toskana. Da war ich auch nicht mit dabei. Du hättest aber mit können, aber du hast wieder andere. Aber ja, das ist wieder, da warst du zu grün in den Ohren. Ich habe versucht, dich zu belehren, aber jetzt weißt du es besser. Aber geht in die Schule. So. Genau. Ich habe nie was anderes behauptet. Also, ja. Genau, was so da auch vielleicht so Highlights waren, hat sich das auch auf die Unternehmenskultur irgendwo ausgewirkt. Das ist ja nochmal ein anderes Zusammensein. Auch. Ja, und man reflektiert dann ja auch, hat ja auch viel getan und wollen wir auch kein Geheimnis draus machen, auch wenn es dann, es sind ja Leute gekommen, gegangen und wenn man eine Performancekultur hat, dann wird man nicht vom ersten Tag die 10 Leute haben, die dann in 30 Jahren auch da sind. Das ist einfach so. Das müssen wir ungefiltert gar nicht drüber sprechen, dass es so ist. Da kristallisieren sich dann die A-Player dann über die Jahre hinaus und mit denen ist man dann super unterwegs und dann ist das ein super Team. Und da sind wir jetzt auch, das bin ich auch happy. Aber die Team-Events, bin ich immer noch überzeugt, war einfach auch für, wenn man dann wirklich die Extrameile geht. Und wir haben sehr viel gearbeitet von Tag 1. Vom ersten Tag an, weil sehr viel Gegenwind, diese ganzen Entwicklungen eben dazu führen, dass da wenig Entspannung, sondern eher hohe Anspannung herrscht als Dauerzustand. Und da muss man natürlich immer auf Zack sein, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, um die Weichen zu stellen, um Geld ins Haus zu schaffen, um die Rechnung zu bezahlen, ganz klar. Und dann war das schon ein Grund, wo ich dann sage, und auch so ein bisschen aus Erfahrung von früher, man hat dann immer an der falschen Ecke geknausert, auch in großen Konzernen, wo ich sage, das Budget ist eigentlich da. Da muss man jetzt nicht in die nächstbeste Kneipe gehen und dann eine Runde Bier ausgeben und dann war es das. Das finde ich eine mangelnde Wertschätzung.
sondern man sollte eher integer und walk the talk machen und sagen, ne, also wenn man dann viel fordert, muss man auch zurückgeben und man muss dann auch die Erfolge und die Meilensteine und die erreichten Ziele dann gemeinsam auch feiern. Und wo kann man denn besser feiern wie in Italien, in Toskana zum Beispiel. Und dann haben wir dann gesagt, ja, dann gehen wir da 3-4 Tage hin mit dem Auto und die Firma zahlt den kompletten Aufenthalt und lassen ein bisschen die Seele baumeln, ein bisschen Dolce Vita, ein bisschen was trinken, was essen. Aha. Und das weist dann schon zusammen und hilft dann auch, wie soll ich sagen, die schweren Zeiten dann gut gemeinsam zu überstehen und nicht nur in guten Zeiten dann in die Hände zu klatschen und Applaus zu klatschen, weil sieht man ja auch wieder im Markt. Die Leute, die damals Überflieger waren, da hat dann jeder alle mit offenen Armen willkommen geheißen. Da war man ganz eng. Da wurde, wenn der Stern sinkt, wenn er dann schneller fällt, als er aufgestiegen ist, dann will man dann von diesen Personen nichts mehr wissen und ist dann einfach weg. Und ich glaube, uns hat schon ausgezeichnet, dass wir halt früh in solche Sondersituationen mussten und Krisen bewältigen mussten. Und es hat dann schon sehr zusammengeschweißt und eben dann auch dazu geführt, glaube ich, dass man dann eine Unternehmenskultur hat, eine sehr familiäre. Und nicht nur, wenn man das sagt, sagt ja jeder, sehr jede Family. Und ich bin eher der Freund davon, dass man das auch lebt. Wenn Familie wichtig ist, dann muss man der Mama auch nicht nur einmal im Monat schreiben, sondern ein bisschen öfter und auch mal besuchen und mehr Zeit verbringen. Und genauso im Unternehmen dann wirklich sagen, die Tage nehmen wir uns raus, das haben wir uns verdient. Und ja, das hat sich dann so als ja, so eine Art Tradition, so eine kleine Entwicklung. So ein halbjährliches, traditionelles Summer-Event eigentlich, ne? Genau. Winter-Event war dann einmal nicht, wegen war auch wieder Corona-Lockdown, ging dann nicht. Dafür hatten wir ja dann, glaube ich, das Kickoff im März, aber da komme ich jetzt noch gleich zu. Genau, das kam auch noch. Ja. Historie, vielleicht auch noch da ein prägnanter Meilenstein, ist ja dann auch irgendwo der erste große Deal. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es der mit Bremer Bau dann auch im Bürobereich war, ja, für das Projekt auch, wo wir gestartet haben. Das war, glaube ich, auch Holiday Inn war auch. Holiday Inn war ja noch, genau. Groß, auch riesig. Genau, und dann hatten wir ja noch dann eben auch für das Projekt in Weilendorf den ersten Mieter bringen können. Das waren ja auch, glaube ich, 3000 Quadratmeter. Ja. Und ich meine, das war so Anfang 2021. Mhm. Irgendwo da müsste es, glaube ich, einzuordnen sein. Ja. Und dann ging es ja, glaube ich, in dem Jahr doch sehr schnell oder doch mit vielen prägnanten Projekten auch weiter, sei es dann irgendwo die Wohnprojekte. Genau, Mehrfamilienhäuser. In Kals. Genau. Ich glaube, Freiham war auch noch Ende 21, also hast 21 voll Riesendeals umsetzen können. Brutal. Und in der Mitte des Jahres, und da kommen wir jetzt dann eben auch zu der Expansion, kam ja dann der Gedanke auf, hey, wir müssen irgendwo noch ein zweites Standbein eröffnen. Genau. Und das hast du ja gerade schon erzählt. Ja. Irgendwo durch Erfahrungen, Austausch, auch international dann, habt ihr euch ja dafür die Schweiz entschieden, als Diversifikation. Und dann war ja das Ramp-Up, glaube ich, im Juli 21. Im Mai, glaube ich, war das. Das Ramp-Up war früher, wir sind ja dann nach Luzern. Genau, Luzern-Bad. Einmal gefahren. Sehr empfehlenswert zum Runterkommen. War ja so dieses, Kein Internet, kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Ja, das war auf dem Hügel. Auf dem Hügel, war noch nie in der Schweiz. Man fährt da durch Wald und Wiesen. Aber wirklich Hügel wie im Hobbitland in Herr der Ringe. Quasi. Wirklich, und dann bin ich noch mit Olli damals mit dem Polo, sind wir einmal falsch irgendwie abgebogen, runtergefahren und dann waren wir auf so einem Schotterweg. Es war irgendwie am Regnen und man hätte irgendwie links nochmal hoch. Wir sind hier nicht rausgekommen. Wir sind halt echt nicht rausgekommen, mussten dann irgendwie mit Keilen noch das Auto dann irgendwie festmachen, von hinten geschoben, dass wir dann über diese, weil dann so ein Schotter, dann war so ein bisschen der Hubbel, um dann wieder auf den normalen Asphalt zu kommen. Und dann haben wir auch gedacht, Mann, wenn das jetzt. Wenn ihr das jetzt. Wir da und kriegen hier schon Probleme. Und dann sind wir ja dann hochgefahren und hatten wir so eine, ich weiß gar nicht, ob man das auch Chalet nennt. Es war ein Bauernhof. Ja, da müssen wir an den Kühen vorbei, zu den Zimmern. Ja, genau. Reingekommen mit Begrüßung, mit so ein bisschen Wein und Sekt. Ja. Und dann haben wir Raclette gehabt noch. Schweizer Raclette. Da gibt es ja auch noch ein paar Fotos dazu. Ja, genau, Schweizer Raclette. Dann mit. Und dann oben alles sehr, sehr urig und Kamin und Kühe noch irgendwie unten im Keller gehabt, im Erdgeschoss. Ja. Und, das war sehr cool, Und auch die ersten Schweizer Kollegen damals dann kennenlernen dürfen. Ja. Dann auch gestartet sind. Ja. Das war ja so das Ramp-Up Deutschland-Schweiz, wo wir dann hingefahren sind. Wann war denn da die Anmietung eigentlich oder die Gründung Schweizer Standort? Juli, ich glaube 13. Juli oder so. Und wir haben angemietet, glaube ich, zum 1.7. Okay. Das Büro, genau, 21. Aha. Genau, und wir haben ja dann
begonnen, ich glaube im Januar, Februar, da warst du noch in Maskenmodus und mit Impfung und mit Impfausweis an der Grenze dann Richtung Schweiz und dann war Luzern noch tot. Ja. Da waren keine Touris, war niemand da und war dann ein bisschen antizyklisch. Natürlich in einem vorsichtigen Markt, in einem stagnierenden, etwas eingefrorenen Markt aufgrund von Corona. Mhm. Dann auf Bürosuche und dann bei den ersten Banken angerufen für Konten öffnen und Gesellschaftsgründung dann wirklich ganz wie, also noch grünschnabeliger wie noch in Stuttgart quasi begonnen, weil es halt doch ein fremdes Land ist einfach und die Schweiz ist, so sehr man das als direkten Nachbarn und sprachlich irgendwo ähnlich dann aufhängt, es funktioniert doch anders. Und war sehr viel Neuland, ja. Hat man sich schon sehr eigentlich gefühlt wie so ein 20-jähriger Teenager. Ja. Und nicht wie jemand, der schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Das war halt quasi nochmal ein zweiter Neustart. Komplett, eine zweite Neugründung. Genau. Hat ja auch, glaube ich, schon auch so ein Jahr gedauert, bis man dann im Markt drin war, Kontakte hatte und irgendwo auch musste reinstecken. Akzeptanz dann von den Eigentümern, Mietern da war, weil die ja schon noch etwas, ich sag jetzt mal, elitärer untereinander eher schaffen. Ja, ist verschlossen und einfach, du musst ja natürlich dir ohne Referenzen schwierig. Ja. Du musst dir dann Namen machen. Mit Kompetenz, immer Türen öffnen, Tür eintreten und dann mit Beharrlichkeit an die Sache ran. Ja. Und da sind wir ja. Und dann so sich da rein schaffen. Ja. Genau. Und sehr gut funktioniert. Und aber klar, dass es schwierig wird und dass man da Zeit braucht und dass es Herausforderungen gibt, ist klar. Mhm. Haben wir gewusst. Dann in 10 oder 20 Jahren dann rückblickend zu sagen, wir haben es nicht mal probiert. Und dann passiert irgendwas, dann glaube ich, hätten wir uns das nicht verzeihen können. Mhm. Und ich probiere lieber was und akzeptiere eine Niederlage. Und weiß, ja, hat nicht sollen sein, falsches Timing, Karma, höhere Gewalt, was auch immer. Oder Versäumnis oder mangelnde Kompetenz. Und akzeptiere ich dann den Defeat. Ne? Aber es nicht zu probieren, finde ich immer schwierig. Kann ich nicht. Also, wenn man dann innerlich überzeugt ist, dass das ein wichtiger, richtiger Schritt ist, den man gehen muss oder probieren soll. Mhm. Das wird worth trying, dann muss man es schon machen. Aber klar, gehört ein bisschen Mumm dazu, ist nicht ohne, kostet auch viel Geld. Kostet sehr viel Geld. Ist ja auch nicht so, als wäre das so weit dann hier alles wieder in dieser stabilen Bahn gewesen, dass du sagst, das läuft und trägt sich alles. Weil war ein Vorteil bei der Bürosuche, ja, weil kein Mensch Büros gesucht hat in der Zeit. Ja. Du hast ein Bombenbüro gefunden, klar, in der Innenstadt, 1A-Lage. Aber man muss halt den Spagat zwischen Deutschland und der Schweiz, Stuttgart, Luzern irgendwo hinbekommen und auf zwei Hochzeiten dann tanzen. Ja. Plus das ganze Mitarbeitermanagement, auch da wieder Ramp-up mit der ganzen Infrastruktur, Netzwerk. Das war ja schon auch viel, so, dass das Jahr 2021 noch mitbegleitet hat. Und der erste Deal in der Schweiz als Meilenstein, ich weiß gar nicht, wann der war. Das hat Boschko auch gemacht. Müsste eigentlich schon im 2022. Das war 2022, glaube ich. Ziemlich genau ein Jahr hat es gedauert, bis der erste Deal geschossen wurde. Ich weiß aber auch nicht mehr aus, ich müsste mal auch immer einblenden. Genau. Ja, weiß ich nicht mehr. Was da genau gemacht wurde, Genau. Dann war es ja auch so, die ganzen Projekte in 2021, weil dann waren die Wohnprojekte und dann ging es ja, ich glaube, dann ging es ja auch in 2022 schon los mit dem Russland-Ukraine-Krieg. Genau, ziemlich digital hat dann quasi der Russland-Ukraine-Krieg Corona-Zeit beendet. Das war etwas spöttisch formuliert. Ja. So war es dann auch. Was uns dann auch sehr geholfen hat, glaube ich, oder ausgezeichnet hat, war diese Anpassungsfähigkeit von vornherein. Und da sehe ich auch wieder immer einen Mehrwert durch irgendwelche Krisen und Herausforderungen, weil du von Anfang an gezwungen bist, flexibel zu sein. Und wie du es richtig sagst, am Anfang machst du Forward-Deals noch und nöcher, Projektentwicklungsgeschäft, die Vermietung, dann rausdrehen an den Investor und dann hast du ein super Geschäft mit einem Objekt. Und wenn das nicht mehr fliegt, dann haben wir sehr gute Möglichkeiten, dann auch noch im Wohnbereich dann Entwicklungen zu betreuen und zu vermarkten. Und wenn das nicht mehr ging oder als das dann nicht mehr ging, aufgrund der Zinsen, ist ja dann wieder sehr, sehr stark und rechtzeitig, vor allem in dem Mietermarkt. Mhm. Und hast dann da auch wieder deine Deals gemacht. Deswegen diese Anpassungsfähigkeit und dieses, nicht ahead of the curve, aber zumindest wissen, da kommt eine Kurve. Muss mal irgendwo einlenken. Ich kann jetzt nicht einfach geradeaus weiterfahren. Ja. Das war schon immer sehr gut und hat uns immer sehr geholfen. Ja, ja. Das hat sich natürlich auf dem Markt auch bemerkbar gemacht, wie du es gerade schon angesprochen hast. Irgendwo ging dann das Thema Corona zu Ende. Das war ja so die Jahre 2020, 2021, dann doch etwas angespannter, überhaupt dann ein Vermietungsgeschäft zu machen.
wobei da ja auch einige größere Abschlüsse verzeichnet wurden. Und dann hat es ja so ein bisschen 2022 die Kehrtwende gemacht, weil dann alle wieder, okay, ich bin jetzt in der Bahn, was meine Strategie, meine Auslastung angeht, zwecks Homeoffice, kommen die Leute zurück? Ja, nein. Ich meine, die Frage stellen sich ein paar immer noch, aber es war wieder planbarer. Ja. Und dann ging es ja los, Russland-Ukraine-Krieg, dann eben so die ganzen Themen, Energiekosten gehen in die Höhe, generell irgendwo Lebensmittelpreise schießen in die Höhe. Also der Gesamtwirtschaft ging es einfach schlechter, Inflation war sehr, sehr hoch und um dem irgendwie ja entgegenzuwirken, hat ja die EZB auch das Zinsniveau angepasst. Und das war ja genau diese Zeit, Ende 2021 hat man dann noch größere Projekte veräußern können. Das ging jetzt auch nicht von heute auf morgen mit dem Zinsniveau, aber so im Laufe 2022 hat sich das ja nach oben geschraubt. Ich glaube, ein Meilenstein, den wir da auch noch hatten, war ja Ende 2022 noch das Projekt in Karlsruhe, den Moninger Hof. Ja, gibt es auch ein Video, ein gutes Video. Dann genau, da kann man mal ein paar Fotos hier einblenden oder das verlinken. Genau. Das war ja noch so gerade diese Zeit, wo der Zins schon wieder hochging, schon ein höheres Niveau hatte, aber das hat man dann doch irgendwie noch hinbekommen. Parallel dazu war ja dann auch schon das Thema Hotellerie, glaube ich, präsent. Oder wann hat das, weil das ist ja so der nächste Big Step eigentlich, genau, den wir gemacht haben. Ja. Wann ist das Thema aufgekommen? Das ist ziemlich genau, das war schon Thema in der Vermietung, das heißt im Gewerbemaklerbereich in der Schweiz waren ja die Hotels auch schon Thema. Man hat dafür Kunden versucht, Operator zu finden, man hat da schon Deals gemacht in der Schweiz. Da hat man schon Berührungen gehabt mit den Hotels in der Schweiz. So, für mich war da der wirklich ausschlaggebende Punkt, weiß ich noch ziemlich genau, im Citizen M in New York, Times Square. Da saß man ja drin, dann hat Boschko da auch diverse Gespräche da geführt. Und ja, dann war man in diesem Hotel auch und es war ein super tolles Lobbykonzept und Empfangskonzept und sehr kreativ, sehr innovativ. Und hat man da seine 4-5 Tage verbracht und sich das angeschaut. Und ich dachte, das ist ein gutes Geschäft eigentlich. Es ist dann irgendwie so wieder diesen, wenn man eben außerhalb seiner Comfort Zone und seiner Daily Routine ist, dann triggert einen das irgendwo oder regt einen zum Nachdenken an. Und dann hat man dann doch gesagt, das ist eigentlich eine super Ergänzung, wäre sehr kompatibel zum etwas asymmetrischen und volatilen Maklergeschäft, was trotzdem sehr erfolgreich ist, ohne Zweifel. Mhm. Und wo wirklich super Deals gemacht werden, aber einfach aufgrund von Planbarkeit und Frequent Cashflow wäre das eine super Ergänzung. Das hat dann da so ein bisschen Klick gemacht in New York. Das war August 22. Mhm. Haben wir auch das Amantos Goes New York, glaube ich, oder US, weiß gar nicht mehr, wie es hieß. War auf irgendeiner Messe auf jeden Fall. Genau, es war eine Immobilienmesse, eine große Immobilienmesse. Mhm. Und die war in New York. Und genau, da hat es dann so ein bisschen Klick gemacht, da hat man dann angefangen, drüber mal zu hirnen. Wäre sowas denkbar? Kann man sich sowas zutrauen? Wie kriegt man sowas hin? Und vielleicht der eine oder andere weiß es ja, Boschko und ich haben ja damals noch in Sarajevo, da, wo die Eltern herkommen, dann so ein kleines Boutique-Hotel, so ein Mehrfamilienhaus mit für Skifahren und im Wintertourismus 2017 noch mal gemeinsam hochgezogen und renoviert und in Betrieb genommen und hatten da schon so ein bisschen uns getestet, ob wir miteinander überhaupt arbeiten können als Brüder, ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Hat dann sehr gut funktioniert, Gott sei Dank. Und da hat man schon den ersten Berührungspunkt mit den Operations in der Hotellerie. Mhm. War ja auch quasi für uns in einem fremden Land, ne? Sind wir nicht aufgewachsen und war eine Herausforderung. Und so kam dann, ja, hat sich das dann konkretisiert und hat man da die Gespräche gesucht und die Möglichkeiten. Und dann genau, ging das schon relativ zügig. Das war Ende 2022. Ende 2022 war man dann schon beim Signing, genau. Ja, als Operator. Genau. Mhm. Und dann war ja erstmal noch das Thema von links auf rechts drehen, Renovationen durchführen, ja, genau. Da auch komplette Infrastruktur. Ja, man muss dazu ja sagen, das Hotel war ja aufgrund auch von Corona 3 Jahre oder 4 Jahre geschlossen. Genau. Und da muss man ja alles neu mit Mitarbeitern, Lieferanten, ja, du hast ja gar niemanden. Dienstleister, genau. für Wäschereien etc. Ja. Das muss man ja alles neu. Du hast keinen Schreiner. Du hast keinen Schreiner, du hast keine Möbel, du hast 0,0 Expertise eigentlich in so einem, und das ist ja kein kleines Hotel, das sind 102 Zimmer. Das ist groß, ja. Riesenlobby. Wo man erstmal auch gucken muss, auch die Masse an Materialien, die man ja braucht. Die Preise. Und die Preise mit einem limitierten Budget da reinzugehen.
Ja. War ja auch eine große Herausforderung. Ja, das war so eine Spanne, wo du dann, wenn du es nicht ganz so gut machst, dann kannst du das Vielfache an Budget feuern, um an dasselbe Ergebnis zu kommen. Und da war halt die Kunst. Das war die große Herausforderung. Und da muss ich sagen, wir haben ja schon viele Limits erreicht und wir buxieren uns ja immer selber in limitierende und performante Situationen proaktiv. Mhm. Ist ja nicht so, dass wir da reinstolpern. Aber das war schon absolutes Limit. Also das ganze Team, da waren wir schon alle absolut an der äußeren Kante. Was Aufwand, das sind weit über 100 Stunden pro Woche, wurden da gearbeitet, über Monate. Also ich glaube, Peak war 126 Stunden pro Woche. Ja. Kann man nicht ausrechnen. 18 Stunden am Tag, 20 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das war schon nicht ohne. Ja, und da merkt man dann seine körperlichen, mentalen Grenzen dann schon. Aber klar, man will, dass das Ding einfach unbedingt so gut wird, wie man sich das vorstellt. Und in der Zeit auch das hinbekommen, hat er dann gepartnert mit Radisson. Mhm. Da mit den Franchise-Partnern auch da sehr gute Zusammenarbeit. Hat super funktioniert. Und das ist das erste Franchise-Hotel in der Schweiz. Ja. Unter der Marke Price. Genau. Das sind ja die ersten. Genau. Die Franchise-Nehmer sind oder dann das, ich weiß gar nicht, wie nennt sich das denn, das Exklusivmandat. Ja. Dann hat für die Schweiz. Ja. Genau. Ja. Und das war ja so ein bisschen dieses, okay, wir machen das jetzt, wir gehen jetzt in die Hotellerie mit rein, zweites Standbein, Schweiz. Ja. Und das war ja dann wirklich so diese Phase, Signing war Ende 22 und dann 23, glaube ich, war wirklich, korrigiere mich, aber im Juli oder haben wir, glaube ich, auch Juli gemacht. Ne? Und da waren ja so diese 6-7 Monate, erstmal, was mache ich jetzt? War Attacke, war Vollattacke. Genau, von der Renovation bis hin zu Implementierung, IT. Da war das Learning auch, vielleicht ohne, dass ich dich tatsächlich unterbrechen muss, aber das Learning war da einfach, wenn der Druck hoch genug ist, da wird der Mensch sehr kreativ. Mhm. Da wird man sehr, sehr kreativ. Und ich behaupte, man muss auch sich in gewisse Drucksituationen und unangenehme Situationen bringen, um wirklich sich ein Stück weit zu zwingen, nach anderen Lösungen zu suchen und die sich eben vielleicht außerhalb der Komfortzone oder außerhalb seines aktuellen Bewusstseins dann irgendwo befinden, wo man dann wirklich Dinge komplett fundamental hinterfragen muss und von vorne durchdenken muss. Und der Druck muss nur hoch genug sein. Mhm. Und da findet man erstaunliche Lösungen und erreicht erstaunliche Leistungen. Hätten wir das auf ein Jahr gestreckt, dann hätten wir wahrscheinlich prozentual auch 30% mehr gezahlt. Mhm. Dann hätten wir einfach mehr Zeit gehabt. Denn. Ja. Gefühlsmäßig. Ja. Ja. Es klingt kontraintuitiv, aber ist so. Wenn man dann sagt, ja, dann erwäge ich doch den und dann, der ist ja dann nicht so, der ist mir dann zuverlässig, mit dem kann ich ja super kommunizieren, da gibt es keine Sprachbarriere oder so. Mhm. Der macht das schon. Und der liefert mir das und dann kommt das und wenn nicht, dann kaufe ich noch was zu und am Ende, aber wenn du 4 Monate hast. Dann hast du eine andere Drucksituation. Ja. Und dann hast du halt schon unterschrieben und dann hast da Feins, wenn du es nicht hast. Es ist ja nicht so, dass es nur um uns und das ist, weil wir den Termin setzen, sondern da setzt ja ein ganzer Konzern drauf, da setzt Radisson drauf. Es ist ja auch vertraglich dann irgendwo. Absolut. Es gibt keinen, es ist SOP und fertig. Ja. Irgendwann läuft ja auch die Miete. Genau. Und das müsste dann auch mit Einnahmen ja irgendwo gedeckt sein. Und, ja, voll. Ich weiß nicht, ob du das genaue Startdatum noch hast, wo du sagst, hier war Eröffnung. Ich glaube, 7. Juli war es. Ja. 7. Juli? 7. Juli, da habe ich meine Minimumstunden an Schlaf noch in meiner Schlaf-App drin. Ja. Also meine 3 Stunden pro Tag. Genau. Weißt du noch, wer war der erste Gast im Hotel? Ah ja, weiß ich. Ja, aber kann ich nicht verraten. Das war ein Longstay-Kollege. Ja. Der war, glaube ich, noch vor der Eröffnung da. Da war noch Baustelle in der Rezeption. Oh. Ein Zimmer gebraucht. Okay. Dringend. Ja, der war da auch sehr gut. Ein Zimmer gebraucht. Ich habe gesagt, aber hier, wir sind nicht mal auf. Aha. Rezeption ist noch offen. Komplette Herz-OP noch. Ja. Ja. Nee, ist egal. Geh da rein jetzt. Ja, Zimmer passt. Ich so, ja, aber da ist kein Kühlschrank, nichts. Ja, ist okay. Ich zahle Cash. Ja, so, gut, dann kommen Sie rein. Und dann war der, glaube ich, 2 oder 3 Monate drin und einmal, da waren dubiose Menschen drin, da hatte ich die Tür nicht abgeschlossen, da war ich noch ganz allein drin, das war ein Monat vorher oder so. Und da war richtig Baustelle, da waren keine Bänke, kein Licht, die Rollläden waren unten, das sah aus wie eine Bombe, reingeschmissen noch, komplett Frühstadium. Und da ist ein Pärchen reingelaufen und die sah ganz verliebt aus, aber die waren glaube ich drauf irgendwie und die sind dann an mir vorbei und das war dann abends gegen 7 Uhr irgendwie im Mai, Juni. Also schon lange hell draußen, also 9 Uhr nachts oder so, abends war ich hinten im Backoffice.
bin ich dann raus und dann sag, wer läuft denn hier rein? Weil da ist ja keiner von uns, da war ja nur ich eigentlich. Und ja, die Handwerker. Und die waren da schon weg, die Handwerker. Ja. Also, wer kommt da jetzt rein? Und dann sind die da und dann, ja, und wie sieht's aus? Und, ne, und Zimmer, brauchen Zimmer. Ganz dynamisch und on fire. Ja. So, ich hab kein Zimmer. Ja, aber schaut doch das hell. So, siehst du doch das nicht mal Licht an. Hier Baustelle, hier Pressspanplatte und Glas und Dreck und stinkt und keine Ahnung. Und voll Baustelle, ja. Egal, ich schlaf hier, sage ich. Glaube ich nicht, ja. Ich habe keine Terminals, kann nichts abrechnen, ja. Und das waren, glaube ich, Leute dann, die waren ein bisschen komisch und ich habe dem dann freundlich gesagt, dass es leider nicht geht. Und dann hat er dann gemeint, ja, wo kommst du her, weil du nicht so kein Schweizerdeutsch sprichst, sag ich, aus Deutschland. Du kommst nicht aus Deutschland, das kann ja gar nicht sein, du siehst ganz anders aus. Sag ich, ja, du, dann suchst du aus, keine Ahnung, ja, dann schimpft mich Hugo, was weiß ich. Aber der wollte einsteigen auf Debatten und dann habe ich es aber irgendwie hingekriegt, den da wieder rauszubuxieren und dann der nächste Move war, die Tür abzuschließen, dann genau. Und dann ist mir das nicht mehr passiert, genau. Also, ja. Aber das waren so die ersten Berührungspunkte und ja, das hat dann trotzdem aber gut geklappt, obwohl dann auch technisch dann hin und wieder im Gebäude, weil es einfach nach 3 Jahren ungenutzt. Dann krachen Dinge, die kannst du nicht beeinflussen, noch Heizung, Klimaanlage oder so. Und da war es ja so heiß letztes Jahr auch, ja, dass ja, da dann durch musst, aber das hat das Team dann schon sehr, sehr gut gemeistert. Also da muss man vielleicht auch den Georgius nochmal hervorheben. Der hat das schon, wir haben miteinander gelebt, eigentlich nur 20 Stunden. Ja. Da sind wir schon ans Limit und konnten dann schon stolz auftreten, dass dann kurzfristig später dann im August da schon so eingeschwungen war, eigentlich, dass das sehr gut souverän liefen. Klar, man hat dann jeden Monat sich ja weiter verbessert und hat die Feintunings betrieben, das kontinuierlich optimiert, machst ja weiterhin und hörst nie auf. Ja. Aber so, dass man dann sagt, man geht in eine gewisse Routine über und Souveränität und schläft 6 Stunden und nicht mehr 3. Das ging dann relativ flott. Das ist, da waren es strenge Zeiten. Das hatten ja auch, glaube ich, so die Kunden immer mitbekommen, wenn man dann erzählt hat, ja, wie schaut es eigentlich aus? Ja, jetzt in der Schweiz und fahre jetzt heute Abend noch hin. Und genau. Wie? Und dann, ja, ist auch schon 8. Ja, ich fahre jetzt noch hin, damit ich morgen um 5 dann irgendwie da in der Rezeption bin. Und dann hat sich das ja auch über Wochen so durchgezogen. Ja. 3 Tage hier, 4 Tage da, klar. Eine Woche hier, wieder eine Woche zurück. Ja. Und klar, und im Ramp-Up, du brauchst die Leute, kannst ja nicht Leute auch auf Vorbehalt einstellen und dann sagen, das warten mal einen Monat, bis das losgeht. Ja. Und wenn da aber noch nichts steht, dann kannst du keinen parken da und sagen, jetzt stehst da und stell dir mal vor, hier wird eine Rezeption stehen. Mhm. Und dann wirst du hier schaffen, das funktioniert nicht. Nee. Ja, das geht nicht. Und das war ja dann so ein bisschen diese Ramp-Up-Phase, die ja, glaube ich, auch schon so bis Ende 23. Ja, nicht ganz so Oktober, November lief. Ja. Parallel dazu ist ja dann aber auch schon das zweite Projekt Interlaken, wo wir jetzt auch gerade. Man darf ja nicht, genau, es wäre ja sonst langweilig. Wäre langweilig, das ist ja dann auch schon irgendwie zustande gekommen. Das hat dann der Kaito und der Boschko haben das recht früh verwischt und haben da die Gespräche gesucht und hat man dann sich dann noch Zeit genommen, um das Ganze auszuarbeiten und da einfach einen guten Deal für beide Seiten zu erarbeiten. Und da gab es dann regelmäßige Treffen und Besichtigungen. Mhm. Und ich glaube, wann ging das denn los? Wann war das? Der Notartermin? Ziemlich ein Jahr genau, nachdem wir das... Alter, ist ja schon dann... Pace ist ja schon bescheuert, komplett. Also, warum jetzt gar nicht... komplett bescheuert, Pace. Ja. Also, intern sagen wir dann auch immer ein Stück weit grenzbehindert, ja, aber im positiven Sinn. Das ist ja mega viel Arbeit. Das ist unfassbar viel Arbeit. Und hier auch dann mit einem zum Glück dann bestehenden Team vieles erleichtert, sehr, sehr eingespielt, sehr souverän. Mhm. Und auch der ehemalige Besitzer hat dann einen sehr, sehr guten Job gemacht als Hotelier. Muss ich wirklich anerkennen. Also da. Ich habe die letzten 3 Monate oder 4 Monate eigentlich nur was lernen können davon. Wenig irgendwie angewiesen, sondern wirklich ganz, ganz demütig versucht, da aus diesen 40 Jahren Erfahrung dann irgendwie zu schöpfen und das für mich irgendwie mitzunehmen. Und die ein oder anderen Sachen, die man dann einführt, die dienen dann eher zur Erleichterung der Kommunikation oder Reduzierung der Komplexität durch irgendwelche technischen Möglichkeiten, die es dann vorher nicht gab. Aber im Sinne eher nur, um es den Leuten leichter zu machen. Aha. Dass das Service weniger laufen muss, dass das Licht besser ist, dass die Erreichbarkeit besser ist, dass man mich überall erreichen kann. Ja. Solche Basics eigentlich eher und weniger Design oder irgendwelche Operationen wie nach Foltern. Deswegen da großes Dankeschön nochmal an die Truppe, an das Team in Interlaken. Also da sind auch Leute, die schon über 30 Jahre da in diesem Herzblut-Hotel dann arbeiten. Dementsprechend ist dann auch die Verantwortung dann groß, um da
das so gut umzusetzen, wie man nur kann und dann niemanden zu enttäuschen und dann auch das so zu machen, dass wenn morgen der ehemalige Eigentümer vorbeifährt, dass er dann freundlich drauf grinst und sagt, das ist alles noch super in Schuss, genauso oder vielleicht noch einen Ticken besser und dann ist es immer noch der gleiche, soll ich sagen, der gleiche Touch, der gleiche Spirit und ist dann nicht auf den Kopf gestellt oder an die Wand gefahren. Oder so. Das ist dann schon, das wird schon sehr, sehr wichtig und toi, 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 hat soweit ganz gut funktioniert. Aber ja, man ist dann nie fertig. Ja. Genau. Das ist also, glaube ich, auch der letzte Meilenstein, den wir dann jetzt so verzeichnen. Offiziell, den wir dann so, ja. Offiziell, was dann zu der Abschlussfrage kommt, was sind denn zukünftige Meilensteine, die keine erstmal. Keine. Erreichen möchte? Pause. Sabbatical. Ein Jahr nix. Ein Jahr, wie sagt der Olli Kahn, was mache ich da? Mache ich nichts aktiv. Ja, sitze ich in der Liga und mache gar nichts. Nein, aber ich glaube, man hört ja raus und wir sind ja jetzt 5 Jahre da dran und für die nächsten 5 Jahre erhoffe ich mir erstmal Gesundheit für alle, klar. Ich glaube, Stabilität ist da, das ist gegeben, das sind wir jetzt schon, aber vielleicht zur Abwechslung mal, einfach mal ein Jahr, es reicht ein Jahr mit Rückenwind. Mhm. Mal zum, aber nicht weil, ne, weil ich da jetzt irgendwie, sondern einfach mal, um zu sehen, wie das ist. So, wie das mal so ist. Wenn mal so ein Deal früher klappt oder wenn mal ein Problem sich selber auflöst oder wenn mal einer mehr zahlt, wie er sollte oder wenn mal über Budgetplanung fährt oder wenn mal mehr Deals klappen wie geplant, wenn keine unvorhergesehenen oder wenig unvorhergesehene Dinge aber auftreten, die man dann lösen muss. Mhm. Nein, Spaß beiseite, aber es ist so einfach so ein bisschen dieses... Ich glaube, die Welt ist sehr im Großen im Turmoil und gerade sehr aufgewühlt. Ich glaube, da wünsche ich mir so ein bisschen globale, geopolitische Deeskalation für alle. Aber ich glaube, wir kriegen das nicht raus aus uns, dass wir da, wenn da eine neue Challenge am Horizont leuchtet und wartet, dass wir da nicht... Nein, ja. das macht ja am Spaß. Am Ende, du würdest ja sowas nicht machen, wenn es dir nicht Spaß macht. Mhm. Das kann man ja auch nicht aushalten, gesundheitlich. Ich habe jetzt keine Burnout-Entscheidungen, gar nichts, aber ich hätte eigentlich das perfekte Recipe dafür. Ja. Aber mir macht es Spaß. Ich war viel, viel frustrierter früher in der großen Firma, weil ich nach Hause kam und das Gefühl hatte, ich bin belanglos irgendwie meine Zeit am Absitzen und mache irgendwie, ich habe keinen Einfluss auf keinen... leiste keinen Beitrag zu einer größeren Sache. Und hier, wenn man dann sieht, halt in einem Hotelleriegeschäft, wo man wirklich ein positives Business hat, wo zufriedene Gäste da sind, die draußen den Rosengarten genießen und die Jungfrau bestaunen dürfen, Fotos machen, die happy sind mit ihren Kindern, macht man gutes Business und positives Business und macht Leute happy und das strahlt auch auf einen ab, glaube ich, so ein bisschen wie Reisen, aber nur man wird besucht, anstatt dass man die Welt erkundet. Das darf für mich so weitergehen. Und es soll nie langweilig werden, es wird auch nie langweilig, aber ein Jahr mit Rückenwind wäre gut und politisch und global ein bisschen weniger Tamtam wäre, glaube ich, für uns alle wünschenswert. Und dann, ja, wir haben ja dieses Jahr wieder sowas wie Sommer-Event, aber das noch wegen ein paar anderen erfreulichen Gründen noch, aber dass wir das uns beibehalten, dass wir in diesem familiären Umfeld weiterschaffen, auch wenn wir wachsen. Dass wir uns da treu bleiben und dass wir viele weitere Kollegen finden, die genauso ticken. Das heißt, wer Lust hat, sich bewerben möchte, career@amantos.com. Immer wieder viel zu tun und mehr als genug. Und ja, dass das einfach, das muss das so beibehalten und dass es weiterhin so Spaß macht. Dann freue ich mich auf die nächsten 5 Jahre und auf das Recap in 5 Jahren und dass wir dann immer noch so frisch sind. Ja, oder? Oh, Julian. Ist schon dann, runtergegangen. Dann kann die Michaela so Fast-Forwards machen mit 0 und 5 und 10, dann Hundejahre, wie es dann exponentiell bergab geht. Aber müssen wir eigentlich mal gucken, ob man so Fotos noch... Nein, das machen wir nicht. ...so 20 hat und jetzt heute so daneben einblendet. Aber nee, das ist, glaube ich, ein guter Schluss. Und vielleicht da nochmal die Frage, gibt es noch einen Meilenstein, der... dir persönlich ganz, ganz besonders im Kopf hängen geblieben ist, der jetzt nicht thematisiert wurde? War schwierig. Was ganz, ganz toll war, war der erste Deal. Mhm. Das war mega. Das war, da haben wir auch eine Flasche Whisky aufgemacht. Das war super. Das war mega gut, das weiß ich noch. Ich glaube, das erste Toscada-Event, deswegen bin ich da so ein bisschen auch Fan und am Ende landen wir immer dort. Ja, ich weiß nicht, es war einfach, man hat da aus nichts irgendwas gemacht und dann
sitzt man da an einem Morgen irgendwie und schaut auf den Pool und auf die Landschaft und dann sind da Leute, die mit einem da durch dick und dünn gehen und dann hat man da so einen Moment, wo man so ein bisschen innegehen kann. Und ja, ist einfach mega gut, weil ich glaube, es ist, Leute unterschätzen, wie wichtig es ist, mit wem man zusammenarbeitet und wie man Geld verdient, ist viel, viel wichtiger als die reine Ziffer. Aha. Wenn ich das jetzt gegenüberstellen würde und mir einer sagen würde, du hast jetzt 10-mal so viel Umsatz gemacht, nur du und dein Bruder alleine, ohne jeden Einzelnen, der dabei ist und man würde zu zweit irgendwo in der Toskana sitzen und in die Landschaft schauen, könnte ich nicht unterschreiben. Auch wenn ich mein Bruder und wir sind dann nie allein dadurch und wir sind da sehr, sehr eng und so, aber weiß ich nicht, das würde mir irgendwie, da hätte ich das Gefühl, da hätte man irgendwie, das wäre so ein bisschen wertlos. Mhm. Aber wenn man dann sieht, hey, da sind irgendwie 5, 6, 7 Verrückte, die da mitturnen und die da das gleiche Mindset haben und da mitmachen und sich da auch entwickeln und dann man abends zurücksteht oder wir sitzen jetzt hier in Interlaken, hätte jetzt einer gesagt vor 4 Jahren, dass wir jetzt hier sitzen und darüber reden. Ich glaube, das ist irgendwie das, was im Leben, was es ausmacht. Die Familie, dass man ein familiäres Umfeld hat und dass man Dinge teilen, Erfolge genießen kann, gemeinsam Feste feiern kann. Irgendwie, ich glaube, die zwei Sachen sind mir da schon hängen geblieben und so dieses High und wo man dann gerne zurückdenkt und da auch wieder ein bisschen Energie rauszieht und Motivation, wenn man dann mal doch einen schlechten Tag hat oder so, wenn mal irgendwas nicht läuft. Aber das muss man sich beibehalten. Es geht nicht drum und es klingt jetzt nicht so. Das sagen dann immer Leute, die dann ganz viel Geld verdienen, aber neben nichten, sondern es ist extrem wichtig, wie man es macht. Macht man es moralisch, macht man es im Team, hat man es gemeinsam geschafft und lernt man was dabei oder schaut man nur auf Ziffern. Bin ich Daytrader und dribbel da irgendwas und dann Bitcoin irgendwie und hab da jetzt 1 Million auf dem Konto? Weiß ich nicht. Ob man dann so erfüllt und ausgeglichen und mit sich im Reinen ist, I don't know. So, wir hoffen alle, dass die guten Momente die anstrengenden und schlechten dann auch irgendwo übertönen. Und doch. Wir sind gespannt dann auch auf das nächste Recap, was dann in 5 Jahren, hoffentlich. 5 Jahren dann mal kommen wird. Genau, aller spätestens. Genau. Nein, vielen Dank in die Runde. War wie immer sehr spaßig und hast du gut, sehr gut zusammengefasst, weil ich habe immer viele Dinge durcheinander gebracht. Einfach durch Corona schon war ich immer raus und dann musste ich da echt immer sortieren und wo und was, aber hat dann doch den einen oder anderen Moment wieder zurückgebracht. Deswegen. So muss man mal die Zeit. Man muss mal gucken, ob das mit einer Timeline irgendwie einblendbar ist oder ob man. Ich glaube, wir haben da schon mal sowas gemacht zum Teil im YouTube. Da gibt es sowas schon, aber nicht alles. Ja. Da fehlt natürlich noch einiges. Und dann müssen wir es auf jeden Fall machen. Sehr gut. Alles klar? Perfekt. Dann bis zum nächsten Recap. Ciao, ciao. Ciao.